Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part in der Mystic WG. Ja, wir sind letztens hier mit Nora stehen geblieben, aber die schicken wir jetzt erstmal ins Feenhäuschen. Ups. So, da haben wir es ja. Und die schlafen eigentlich auch nicht. Und okay, was war das? Trink mal einen Pollenpunsch da drin, meine Liebe. Mit Mila haben wir gerade Post geholt, also bezahlt. Und ich will auch gleich nochmal Geschenke von einem Freund annehmen. Denn ihr habt mir wieder fleißig was zugeschickt. Und zwar, eins sollte ich im LP öffnen, und das mache ich doch auch gleich. Und zwar von Vanilla Ice 124. Nehme ich natürlich gerne an, ich kann jetzt aber nicht zurückschicken. Oh, wie schön, eine Spielzeug-Piratentruhe. Vielen lieben Dank. Bei Gelegenheit schicke ich was zurück, aber nicht im LP, das dauert mir sonst zu lange. Und ja, dann nehmen wir noch die Post, Mila. Mal gucken, was wir da noch Schönes bekommen. Und dann kannst du gerne mal noch Gitarre spielen. So, Bill hat in der Post einen Brief von Alice Fitzgerald erhalten. Darin steht, ich finde dich attraktiv, doch ich kann es dir nicht persönlich sagen. Das ist doch gar nicht so schlecht, einen Brief von seiner Chefin zu bekommen, in dem steht, dass sie ihn attraktiv findet. Alles okay, aber was machen wir denn mit Mila? Mal gucken, was sich da noch für rüpelhafte Dinge ergeben werden. Und ja, Mila spielt jetzt erstmal schön Gitarre. Und Tessie hat jemanden auf Arbeit kennengelernt. Das ist doch gut. Du kannst dich auch gleich mal mit dem unterhalten. Und Carsten, was machst du denn gerade? Ich würde sagen, du kannst mal malen lernen. Oh, Bonhilda ist unterwegs. Hallo. hier malen üben. Und mal ein mittleres Bild. Wie geht es gerade, Nora? Nora, entspann dich mal, würde ich sagen. Und damit wir deine Anzeige hier noch ein bisschen wieder füllen, weil du siehst gerade ganz schön erschöpft aus. Das ging doch irgendwie im Feenhäuschen, oder irre ich mich da? Ich glaube, ich irre mich da. Geht das vielleicht, wenn du schläfst? Geht das dann? Wollen wir mal gucken. Oh, wow. Mila hat ihre Gitarrenfähigkeit jetzt fertig. Dann können wir das eigentlich auch gleich aufheben. Weil das war jetzt nur, um einen Wunsch zu erfüllen. So, den kannst du dann auch gerne küssen, Mila. Das wolltest du ja letztens nicht. So, und Nora, Nora? Ja, Nora habe ich gesagt, oder? Wer hatte denn... Ach, hier. Tessie hatte das Gartenfähigkeitsbuch. Dann schicken wir das mal ganz schnell der Mila. Und Mila, du machst dann mal bitte dich an dieses Buch ran. Und... Die Mila, genau. So, und kannst gerne mal daraus lesen. So, Tessie kommt von der Arbeit. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Was macht sie denn am besten danach, wenn sie denn wiedergekommen ist? Weil eigentlich könnte sie jetzt das Buch am besten lernen, aber ich würde sagen... Zeitung, okay. Schmeißen wir die mal weg, sobald sie hier ist. Vorher geht es ja anscheinend nicht. Mich nervt manchmal immer dieses Geblinke vom Briefkasten. Gerade dieses Geräusch dann dabei, das finde ich einfach nicht so schön. Ich würde sagen, wir machen mal Musik an, weil das haben wir die letzten Male irgendwie verpatzt gehabt. Wir machen einfach mal Pop an. Oder nein, ich habe eine andere Idee. Wir machen hier Songwriter an. Hör ich nämlich auch ganz gerne. Und dann mal die Lautstärke ändern. So, da haben wir es doch. So, und das ab mal in die Mülltonne, meine Gute. So, was machen wir jetzt mit dir? Das ist die viel bessere Frage. Toll. Was können wir denn hier Schönes machen? Schwierig, schwierig. Dann würde ich sagen, geh einfach mal nach oben und lese etwas, meine Gute. Am besten hier so ein einfaches Kochbuch, bitteschön. So, Bill, jetzt bin ich auf dich draufgekommen. Das ist doof. Oh Gott, wer singt denn hier? Okay, wir machen mal Pause, damit wir das auch sehen. Wer bist du? Hallo, stell dich uns mal vor. Ashley Edskar, okay. Ah, hier ist es auch Darcy aus dem neuen Download-Haushalt. Die habe ich nämlich auch hier mit einziehen lassen. Und ja, dann sing mal, Ashley. Wahnsinn, ich bin ja begeistert. Ihr meintet auch, dass wir mit Nora mal gucken sollen. Ob wir nicht eine Traumkarriere anfangen. Beispielsweise jetzt auch hier von Showtime, auch so Sängerin oder so. Oder auch, Stylist oder whatever. Muss ich mir noch überlegen, weiß ich noch nicht so recht. Aber, ich denke auf jeden Fall drüber nach.
So, Carsten, du malst noch, Mila liest noch, Nora schläft noch. Aber das bringt ihr anscheinend nicht wirklich was. Aber ich denke, sobald das hier weg ist, wird es ihr wieder was bringen. Bill. Ja. Lass es mal ein bisschen ruhiger angehen, mein Bester, weil irgendwie schaust du gerade nicht so toll aus mit deinen ganzen Bedürfnissen. Ja, Tessie, wie weit bist du mit deinem Kochpunkt? Noch nicht so weit. Was hast du da eigentlich an? Ach ja, hier aus deiner Grundschulkarriere. Alles klar. Ich liebe dieses Lied, das ist so toll. Aber ich muss mal kurz Pause drücken, weil die Grafik nicht hinterherkommt. Voll toll. Ja, was ich aber auch gerade sehe, mein Pfeil ist irgendwie verbuggt. Das ist nicht gut. Deswegen werde ich jetzt einfach mal kurz Pause machen und ihr werdet davon hoffentlich nichts merken. Ja, da sind wir auch wieder und mein Pfeil hat sich auch wieder einbekommen, Gott sei Dank. Ich musste einfach mal schnell das Spiel speichern und dann ist er wieder ganz normal. Aber was ich festgestellt habe, wenn der Pfeil nicht normal ist, besteht das Risiko eines Absturzes. Also korrigiere ich das mal ganz schnell. Und ja, machen wir einfach weiter. Ich bin heute auch ein bisschen heiser, habe ich festgestellt. Meine Stimme ist nicht ganz so klar wie sonst. Und beim Sprechen tut mir der Hals auch ein wenig weh. Also, ja, ist jetzt nicht ganz so angenehm, aber da muss ich dann halt mal durch. Denn ihr wollt ja weiter sehen, wie es in der Mystik-WG läuft. Ja, so, wir sind wieder dabei. Ich hatte gerade ein kleines Problem, denn, ja. Aber jetzt ist wieder alles gut. Jetzt muss ich ja sofort unterbrechen, tut mir wirklich leid. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Bill, der erstmal Fernsehen schauen darf. Und, ja, Bill, mach das mal. So, ja, cool. Mila ist fertig mit Lernen. Dann kannst du das auch gleich mal streichen, meine Gute. Und dann schieben wir das auch gleich Tessie ins Inventar. Weil dann kann die daran gleich weiter lernen. Tessie, Tessie, Tessie. Tessie. So, und Tessie kann lernen, sobald sie ihren ersten Kochfähigkeitspunkt hat. Den hat sie nämlich noch nicht, genau. Ja, Mila. Dann gehen wir mit dir jetzt mal in den Garten. Gott, ist das ein riesiger Fernseher. Und kümmern uns da mal drum. So, Carsten, wie weit bist du denn? Ja, ist schon ziemlich weit, gar nicht übel. So, Tessie, ja, du musstest eigentlich schlafen. Okay, verstehe ich schon. Dann geh mal schlafen. Wie geht's eigentlich Nora? Ja, ihre Fähigkeiten sind wieder voll im, ne? Voll im Bilde. Und ja, eigentlich könnte sie dann. Ups, das war eine Etage zu viel. Dann könnte sie eigentlich auch noch malen gehen. Wo kannst du denn hier malen gehen, meine Liebe? Weil irgendwie. Ach so, das hast du schon gemalt. Sehr gut, dann geh da wieder hin und mach weiter. So, und Carsten will weiterlernen. Das ist super. Nora geht da hin. Mila, genau, dich habe ich gerade gesucht. Du hast ja jetzt hier noch so ein paar schöne andere Sachen, die Nora vorhin nicht hatte. Und deswegen kannst du da jetzt mal die Alraune pflanzen. So. Und wo war der Eisenhut? Wo habe ich den denn hingemacht? Erstmal da den Pilz. Ups, nein, das war nicht so geplant. Da den Pilz hin. Und wow, Carsten ist fertig. Da kümmern wir uns mal schnell darum, damit er auch sein Bild hier los wird. Ne, Carsten? Verkauft es mal und dann können wir auch gleich mal deine Werwolfgestalt wieder umändern. Und zwar in einen Sim, bitte. Und dann kannst du gleich nochmal malen, weil das scheint dir ja wirklich Spaß zu machen. Außerdem ist es ja auch dein Wunsch, beziehungsweise ein Teil davon. Und dann kümmern wir uns gleich wieder weiter um Mila. Yay, und Carsten hat den Fähigkeitspunkt erreicht. Ich bin ja ganz stolz auf dich, Carsten. Roter Baldrian pflanzen. So, auch mit dahin. Und wo hatte ich das andere? Das war hier der Eisenhut, ne? Genau. So, ups, jetzt hat sie mir das schon wieder versaut. Aber okay. Darf ja auch mal sein. Dann kannst du hier noch einen Kopfsalat pflanzen, bitteschön. Und Weintrauben, ja, die kannst du auch gerne mal hier anbauen. Ich würde sagen. Ups. Okay, warum kann ich das jetzt nicht? Ach, bestimmt, weil da die Mauer ist, ne? Würde ich mal fast behaupten. So, dann aber bestimmt hier. Gut, dann mach das mal da, meine Gute. Und dann noch einen Kopfsalat. Und der Rest muss einfach erstmal reichen. So, ja, gut, deine Bedürfnisse sind ja jetzt auch nicht gerade die besten. Dann geh mal rein auf Toilette. Und yay, der zweite Fähigkeitenpunkt. Super.
Und dann können wir uns noch mal ein bisschen was mit Bill überlegen. Mensch, Bill, was machen wir denn mit dir noch Schönes? So, das können wir erstmal streichen, weil das hat sich ja soweit erledigt. Ja, und dann warten wir einfach mal, bis Mila reinkommt. Du kannst ja so lange dort in der Küche warten. Carsten, du möchtest ein neues Bücherregal. Nö, gibt's nicht, das Haus ist voll mit Bücherregalen. Du kannst danach aber gerne mal Macaroni mit Käse kochen. Und Nora, du kannst danach mal oben auf Toilette gehen, bitte. Dann haben wir da auch noch einen kleinen Abstand zwischen deinen ganzen Sachen, die du gerade machst. Und Tessie schläft ja gerade so wunderbar. Dann gehen wir mal wieder runter zu Bill und setzen uns hier mal ein bisschen so ins Bild. Und dann haben wir Platz, wenn Mila hier gleich mal fertig ist. Okay, ja, dann geh mal zu Bill, meine Gute. Aber vorher, Bill. Ich möchte, dass du dir was Vernünftiges anziehst, bitte. Und zwar deine Alltagskleidung, weil was du gerade anhast, ist jetzt nicht so sexy. Und dann kann Mila erstmal hierher kommen, während du das tust. So, sehr gut. Dann, romantisch und flirtet mal, ihr Lieben. Ich finde eure Geschichte irgendwie voll spannend. Vor allem spannender wird es noch, wenn die Chefin dazukommt. Nein, aber, ja. Yay. Ich mag das Lied. So. Ja, hier irgendwie so nach Tragfang und so ist ja alles irgendwie ein bisschen lahm. Aber egal, schwärme von Musik und so. Und dann mach mal einen Kroketten-Witz. Kompliment über Charakter machen. Er ist ja so ein toller Kerl. Danke. So, was haben wir denn noch Schönes? Ja, mach ihr mal ein Kompliment übers Aussehen. Und dann kannst du sie verliebt umarmen. Und dann auch noch über deine Gefühle sprechen. Und dann können wir auch gleich mal noch zu Nora gehen. Die dann, okay, die hier ihr Bild verkaufen kann, dass er wirklich wahnsinnig toll geworden ist. Ja, ich glaube, das verkaufe ich aber lieber hier. Weil dann kann ich ihr gleich eingeben, etwas Neues zu tun. Ja, das möchte ich verkaufen. Danke. Und mal ein Üben Mittel. Ist okay. Ja, Carsten, Mila, Tessie wollte ich gucken, genau. Tessie schläft aber noch in aller Seelenruhe. Gut, dann sehen wir mal zu Mila und Bill zurück und gucken, was wir denn jetzt noch machen können. Hier genau, Händchen halten und massier den guten Mal, das ist halt vielleicht ein bisschen entspannter und dann kommt es vielleicht doch noch zu eurem ersten Kuss, das wäre ja wirklich cool. Und... ja. Ringe, Ringe, Reihe. So sah das gerade aus und nicht anders, meine Besten. Ja, unvergesslich massieren ist auch eine super Idee und dann nochmal hier so umarmen und herrlich. Ja, aber was kann man denn noch machen, außer das ganze Zeug? Genau, schenk ihr ein paar Blumen und zwar ein kostbares Rosa. So. Ja, da ist die Lampe. Super. Ups, ja, Küche, Lampe. Genau die wollte ich. War schon immer mein Wunsch, die Lampe im Weg zu haben. Irgendwie sehen seine Augen ein bisschen komisch aus. Na, mein Freund, was hast denn du so damit gemacht? Willst du uns vielleicht was verraten? Nein, aber das sieht ja sehr entspannt hier bei euch aus. Wirklich sehr nice. Ja, was kommt jetzt? Oh. Da wird's aber nice. Okay. Aber Bill, du hast Durst. Ich würde sagen, du trinkst einfach mal einen Schluck, aber das scheint gerade irgendwie nicht zu gehen. Ich glaube, das ist, weil ihr morgens erst noch was irgendwie. Ja, genau, das reicht noch für 9 Stunden. Na, ganz toll. Genau, spring ihn mal in die Arme und danach kannst du ihn noch was ins flüstern und. Sieht irgendwie voll süß aus, oder? Also ich finde das echt schnucklig. What a disunity. Jetzt bin ich irgendwie verrückt. Ja, Wahnsinn. So, ja, Bill, jetzt kommt dein großer Einsatz. Ich möchte, dass du sie küsst. Los, komm, versuch dein Glück. Ich will sehen, überrasch mich. Und yay! Ich bin ja begeistert. Das war aber schön. Wie er guckt, ey, voll süß.
Yay, und ihre Wünsche haben sich erfüllt und ich würde sagen, dass wir jetzt noch irgendwie hier so rumschmusen und so. Ja, ich mag es einfach, wenn die Sims sich so gern haben, da bin ich immer voll dabei. Yay, und Carsten und Nora haben mal wieder ihre Fähigkeiten verbessert. Wahnsinn, so Malerin-Karriere einschlagen, das ist auch eine Idee. Aura der Kreativität projizieren. Ja, Moment, machen wir das doch mal gleich. Nora, Aura, Kreativität und streichen das mal weg. Und Carsten, dir geht's mittlerweile ja nicht mehr so gut, aber du kümmerst dich ja gleich selbst drum. Ja, mach das einfach mal. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch an dieser Stelle Schluss, weil, ja, es ist soweit. Wenn ich mich nicht irre, sind die 15 Minuten um. Ich habe es jetzt nicht wirklich mitbekommen, wegen den Unterbrechungen, die ich anfangs hatte. Und ja, ich würde einfach schauen, wie wir das denn das nächste Mal weitermachen, ob ich die beiden in eine Beziehung lasse oder nicht. Ja, wenn nicht, können wir ja auch immer noch mit der Scheffeln anbändeln oder whatever. Und ja, ich hoffe, euch hat das Zusehen Spaß gemacht, auch wenn meine Stimme nicht so toll ist heute und auch die Unterbrechungen am Anfang waren, aber ich denke, dass sie das schon hinbekommen werden. Ich nehme jetzt auch noch für Freitag die Folge auf, also wird sich an meiner Stimme nichts ändern. Aber an den Unterbrechungen denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.